Silent as the grave. Yeah. Will that be all your sad? What's that? This? This? When it's not, you'll be the first to know, stick shit. Verdammt. Irgendeiner von denen ist es. Okay. Kann ich? You watch my back. I watch yours. Ungültiges Ziel. Wenn ich dir... Wahrscheinlich triggere ich damit einen Kampf. Kann ich die anders ablenken? Selbstverkleidung? Kann ich mit irgendwas werfen? Rauchpulver. Das macht Schaden. Das brauche ich, glaube ich, nicht. Und ziehe möglicherweise... Das klingt doch gut. Get him peckish. Peckish? Ha! Got that right. Attack someone. Oh, okay, was? Ups. To do that, ich dachte, das lockt. Is about to demonstrate. Kack drauf. Let's march. Ich glaube, die anderen sollten vielleicht dazu stoßen, weil ich glaube nicht, dass er das hinkriegt. Ups. Ich hätte ihm vielleicht Unsichtbarkeit oder so geben sollen. Es klang so ein bisschen wie was Lockendes und nicht wie eine implodierende Bombe. Man lernt nicht aus, ne? So, was kannst du denn machen? Du kannst gerade... Komm. Super, Mädel. Echt super. Dann beschwörst du stattdessen. Was beschwörst du denn Schönes? Komm. Klickt dir erst das hier. So. Du kannst... Ach, du kannst sofort angreifen. Sehr schön. Dann hau ihm mal ein. Und dann gehst du wieder ein Stückchen zu. No, nicht genügend Ressourcen. So ein Mist. Na gut. Dann bist du vermutlich nächsten Zug kaputt. Du probierst es. Ich liebe diese chromatische Kugel. Vor allem gegen solche Gegner. Oh, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Yes. Okay. Naja, das geht aber auch. So. Du. Du bleibst vielleicht mal als Backup hier drüben. Ich möchte mit dir jetzt nicht unbedingt angreifen. Kannst du dich da verstecken? Ja, sehr gut. So. Achso, deinen Zug habe ich noch nicht beendet. Ups. So. Ich hoffe mal, die oben greifen uns jetzt deswegen nicht an. Aber erster Spieldurchlauf und ein bisschen rumprobieren, ne? Komm ich bis an dich dran? So schon mal nicht. Ah, okay, ich kann nicht... Oh. Gegenstand oder eine Kreatur aus der Welt oder deinem Inventar. Wobei, das hätte vermutlich mit ihm sowieso nicht funktioniert, richtig? Also, gut, ich kann nicht mehr viel laufen. Dann musst du halt erstmal schießen. Wo ist da der durchbohrende Schuss? So. Und bei zweiter Fehlschlag. Ach nee, dich will ich ja gar nicht. Ich möchte den hinten dran haben. Den leite ich gerne. Untersuchen. Ui. Vorübergehend feindlich gesinnt. Wenn du aus dem Kampf fliehst oder diese Kreatur bewusstlos schlägt, wird sie dich hinterher hassen. Dir jedoch nicht dauerhaft feindlich gesinnt bleiben. Und das finde ich gut. Ist die Frage... Kann ich ihn bewusstlos schlagen? Das... Creator, mal gucken. Ach, die da oben haben das gar nicht mitbekommen. So viel dazu. Ich sitze schon wieder wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Das gibt's ja nicht. So, jetzt. Ihr habt da oben gar nichts mitbekommen. Wir sind gar nicht da. Du könntest... Was passiert, wenn... Zauberstufe 2, 32 Treffer. Wie viel hast denn du noch?
Du bist bei 19 und du da oben bist außer Reichweite bei 28. Okay, dann würde ich sagen, probieren wir das erst aus, wenn sie noch ein bisschen runtergehauen wurden. Komm ich. 1, 2, 3. So. Jetzt müsstest du niedrig genug sein, dass ich dich nächste Runde schlafen legen kann. Hey, kritischer Fehlschlag, das finde ich cool. Ja, Astarion, das ist, Entschuldigung, Junge. Ganz dickes Entschuldigung. Ja, vorübergehend feindlich gesinnt. Du kannst eine vorübergehend feindliche gesinnte Kreatur bewusstlos schlagen oder ihr fliehen und später zurückkehren. Die Kreatur könnte dich verabscheuen, aber es könnte funktionieren. Okay. Kann ich dich irgendwie, einen von euch, bewusstlos schlagen? Hab ich vielleicht irgendwas in der Richtung? Nö, ne? Hab ich irgendwas mit bewusstlos? Ne, das macht Bluten. Dann solltest du vielleicht ein Stückchen zurückspringen. So. War das jetzt ernsthaft zweimal Fehlschlag? Oh, finde ich gut. Finde ich sehr gut. Du springst jetzt mal hier rüber. So. Zup. Und kannst dich noch einmal umdrehen. Q. Du bleibst hier hinten und machst erstmal nichts. Und du könntest dein Ziel benommen machen. 80%. Dann lauf mal hin, Karlach. Du musst sowieso nachschauen. Ach so, Quatsch. Das ist ja gar nicht Karlach. Egal. Benommen. Sehr schön. Schild des Glaubens machst du mal bitte auf dich selber, weil ist ja nicht das erste Mal, dass du hier... Ups, das wollte ich gar nicht. So. This is gonna feel good. Du... Hast du irgendwas, was vielleicht auch benommen machen könnte? Ja, du hast was, was benommen machen könnte. Dann schauen wir doch mal, ob wir beide benommen kriegen. Verdammt. Das hat jetzt nicht ganz so funktioniert. Das heißt... Ah, der muss noch ein paar Lebenspunkte verlieren. Na komm, dann hauen wir ihn halt einfach so. Oh, voll vorne, sehr schön. So. Dann darf das Ding vielleicht nochmal probieren. Wir laufen. Verdammt. Oh, jetzt hat er nur noch einen Lebenspunkt. So. Du da. Und. Verdammt, du hast noch zu viele Lebenspunkte, ne? Ne, Quatsch. Du bist das. Hier. 20. Verdammt. Ah, okay. Hat er noch 11? Kein Ziel. Na gut, dann lege ich dich diese Runde. Wobei, dann hat er auch keine Zauberpunkte. Hast du vielleicht eine Rolle oder so, die dort kam? Das wäre jetzt ganz angenehm, weil dann müsste ich jetzt nicht noch Zauberpunkte verschwenden. Schaut aber leider nicht so aus. Gedanken wahrnehmen. Ich kann den zum Lachen bringen. Schlechten Scherz erzählen. Hm. Bringt's, glaube ich, jetzt nicht so ganz. Na gut, dann nehmen wir den einen schon mal schlafen. Nehmen wir mal den da. So. Bitteschön. Ach, jetzt schlafen beide. Okay. Okay. Das zählt. Hm.
zählt das jetzt als ausgenockt? Nö. Ach, dann poke ich sie halt. Auch okay. Theoretisch müsste ich mich jetzt ja mit einer Bonusaktion verstecken können. Und dann hinterhältiger Nahkampfangriff. Ich mache irgendeinen Blödsinn gerade. Egal, ich mag sie nicht. So, Wurzel darf jetzt mit dazukommen, weil jetzt passiert nicht mehr wirklich viel. So. Genau, schleich dich mal an. Was du tun solltest, du könntest dem Kerlchen einfach ein Blödsinn geben. So. Und jetzt können wir Dinge mitnehmen. Nackig ausziehen. Alles nackig ausziehen. Deep gnomes killed under the yoke of slavers. Wir haben sie. Ich nehme die Leichen der Leben derer, die euch geraubt haben. Keine Läden auf der Folgenebene. Ich sollte mal in eure Taschen schauen. Das habe ich gerade gemacht. Ihr seid durch. So, jetzt kann ich ganz in Ruhe... Aha. Fetisch von Kaladuran. Unsichtbarkeit, Illusionszauber der Stufe 2. War gar nicht schlecht, dass wir vielleicht doch umgenatzt haben hier. So, den hatten wir schon durchgeguckt. Dich hatten wir jetzt auch durchgeguckt. Euch hier auch. Ich hier noch nicht. Huch, wo läufst denn du jetzt hin? Warte mal ab. Tell me. What can I do for you? Jetzt gerade gar nichts. Wir schweigen. Oh, ich wusste nicht, dass es so einfach ist, Magie zu wirken. Wie hat euch meine Vision gefallen, als unsere Geister verbunden waren? Ach, da war ja was. Ich habe an diesen mächtigen Herrscher gedacht, von dem ihr in eurer Geschichte erzählt habt. Wenn ihr spürt, dass die neserilische Verzeihung für heute meine Aussprache... Magie euch überwältigt. Was tut ihr dann? Nee, ich möchte nicht, dass du im Lager bist. Das wird mich schon mal... Oh, I was surprised. But pleasantly so. Just like I said. Amid the madness that has befallen us, it seems almost out of place to think of a romantic walk. And yet, now more than ever, it's important to recall what makes us human. Well, you know what I mean. Humanoid. A stolen glance. That sudden heartbeat. Sometimes the little things are worth more than kingdoms. They promise things to come. So, ich wusste gar nicht, dass Magie wirkt. I assure you it's not. Don't get me wrong. You did well. The somatic component, the verbal component, even the focus on the inner self that invites Mistra in. But I was still your conduit. To perform such a feat alone requires much and arduous study. Yet it is life's most worthy pursuit in my impartial, if not humble, opinion. Ja gut, wir sind Anfänger, aber dafür haben wir es gut gemacht das letzte Mal. Da habe ich dann tatsächlich mal nicht gebotscht. Karlach, die Magierin. Vielleicht specken wir sie dann irgendwann mal um und dann rennst du wirklich als Vollmagier in der Gegend rum. Ich habe an diesen mächtigen Herrscher gedacht, von dem ihr in eurer Geschichte erzählt habt. Ah, yes. Karsus. Karsus was perhaps the most powerful wizard that ever lived. The child who would be a god, the elves called him. And he tried. With a spell of his own devising, he endeavored to usurp in one fell swoop the power of the goddess of magic. Mistril, she was called then. Imagine what it must have felt like to be a god. To know yourself, to be untouchable. To be mistaken. As Karsus aimed his spell at her, she began to unravel, and with her, the entire weave. Too late did he realize what he had unleashed. It would have been the end of everything had not Mistral sacrificed herself. The goddess of magic is all magic. By dying, the entire weave was lost, and the spell that challenged a god failed. It was the end of Mistral, the end of Karsus, and the end of an entire civilization. As the child who would be a god was turned to stone, his empire came crashing down around him.
the floating cities of Netheril were no more. An event that came to be known as Karsus's Folly. Ich frag mich gerade, ob wir diese Steitstatue irgendwo finden können. Und ob ich mich, wenn ich sie finde, noch daran erinnere, dass das der sein könnte. Ich vergesse es vermutlich. In diesem Moment war also alle Magie dahin. Es endet nie gut, wenn Menschen Götter sein wollen. Man muss den Ehrgeiz des Mannes bewundern. Fast hätte er es geschafft. Wir sind neugierig. For a spell, Mistral was reborn as Mistra. Upon her return, the Weave returned with her. Now, so many centuries later, I try to follow in the footsteps of Karsus. Not to destroy Mistra, but to prove my love for her. I tried to control only a fraction of the magic that was unleashed that fateful day. I merely sought to return one tiny diamond to an imperfect crown. Gale's folly, one might call it. History, repetition. It's the way things go. Ja, man hätte es vielleicht gescheiter anstellen können, statt... Oh, guck mal, wir haben alle Magie zerstört. Ach, probieren wir es nochmal, wird wahrscheinlich was anderes rauskommen. Ja, leichte Selbstüberschätzung, würde ich mal sagen. Wenn ihr... Genau, das würde mich jetzt auch noch interessieren. If it should ever come to that, if I ever know I am no longer able to stop it, I will do anything I can to ensure no one but me pays for my mistakes. I will find the remotest place on the surface of Faerun, or perhaps far below in the depths of the Underdark. I will await that death alone. I promise I will not betray your trust. You kept me by your side despite the menace that I am. If worst comes to worst, I will be long gone before the curtain falls. Das muss ich in dem Dark Urge mal ausprobieren. Was passiert, wenn man ihm einfach die ganze Zeit nichts gibt? Eigentlich müsste er dann irgendwann explodieren. Das muss ich ausprobieren. Ich muss Minimum 2 Runs machen davon. Und eins davon wird definitiv noch ein Dark Urge sein. Nee, ich möchte, dass er weiterhin mitkommt. Und ich wollte da hinten noch reingrabbeln. Oh, ist nichts mehr drin. Okay. Na gut. Da ist noch ein Tiefen genommen, den wir hier noch nicht hatten. Oh. Andenken-Edelstein. Kleiner Edelstein, jahrzehntelang von nervösen Fingern getrübt. Oben wurde sorgfältig eine kleine Rude eingeritzt. Naja, vielleicht können wir das irgendjemandem zurückgeben oder ich verkaufe es, weil ich es nicht bemerkt habe. Oh, eine Fischi. Noch mehr Vorräte. Tafel, Küche, was? Yeah. Oh. Eat and drink freely, for the lady doth come. Können wir? Die Tür ist nass. Gut, das heißt, anfackeln können wir sie vermutlich nicht. Untersuchen können wir sie auch nicht. Achso, ja, wir sollten vielleicht hier alle wieder zusammenpacken. Was heißt schon? Ich bin halt reingestolpert. Ich hab's halt, ich glaube, ich hab's gerade ein bisschen verkackt. Aber die haben da oben noch nicht mitbekommen, dass ich hier ein leichtes Blutbad angestellt habe. Weil ich nicht genau wusste, wie ich sie bewusstlos mache, weil jetzt sehen sie irgendwie etwas tot aus. Ich weiß nicht. Ich glaube, da... Nö. Ich glaube, das ist rum. Ja. Irgendwann kriege ich schon nochmal raus, wie ich die vielleicht nicht umbringe, sondern nur bewusstlos schlage, wenn ich versehentlich was angreife. Ich mag die hier eh nicht, also probiere ich jetzt ein bisschen rum. With pleasure. Das Schloss ist nicht rot. Sollen wir noch einen Bonus hinzufügen? Ach komm, es ist eh nur ein Zauber, also her damit. Kann man gezielt aktivieren? Wo denn? Das würde mich jetzt mal interessieren, weil das habe ich jetzt gerade eben nicht ganz rausgekriegt. Ich habe sie schlafen gelegt und ich habe sie benommen gemacht. Das waren so meine Ideen da hinten dran. So, und geöffnet. La, da, da, da.
Ich finde es super, wenn sie das Summen anfängt. Oh, Astario geht's jetzt nicht so gut. Du säufst vielleicht mal kurz zwei davon. Oh, I could go for a good meal. Ist hier irgendjemand? Hallo? Okay, wir haben automatischen Speicherpunkt. Ah, deswegen ist es pity for so much good eating to go to waste. To break bread in Shah's name, then spill blood in her name. The sacred rite. Yeah. Oh, sind die Silbersachen was wert? Nice. Ich gehe mal davon aus, dass, weil Silber ist uns ein bisschen was wert. Also kommt das komplett mit. So. Es fehlt mir so ein Sammel. Dass man alles auf einmal hier vom Tisch mitnehmen kann. So. Gut. Das da kommt mit. Jo. Das ist auch noch was. Die Sachen sind hier gar nicht rot. Cool. Das heißt, die sind mir auch nicht böse, wenn ich hier alles mitgrabbel. Was heißt junge Mädel? Da mitnehmen. Du hast was gefunden? Bautzi? Nein, doch nicht. Wir haben hier drüben auch noch ein paar Silbersachen. Die kommen auch alle mit. Uiui, ist das umständlich hier. Ah, alles einzeln einsacken. Deswegen werden wir schnell neu reich, weil wir einfach alles mitnehmen. Oh, da hinten ist noch eine Blaukappe. Wahnsinn. Ein Knopf. So wundervoll unbedarft wie ich bin, werde ich den gleich drücken, sobald ich hier alles durchgeschaut habe. Ja, Loot. Loot, Loot. Was ist das? Nichts, was wir mitnehmen können. Okay. Einmal alle Kisten noch durchschauen. Könnte ja... Oh, noch mehr Silbersachen. Die Sachen sind wirklich was wert. Juhu. Jo. Was bist du? Silberner Tortenständer. Jaja. So viel Müll, wie wir schon in den Taschen haben. Fällt gar nicht mehr auf. Ja, mit. Ich mag die hier eh nicht, also wird alles mitgenommen. So. Nicht genügend Platz. Ist. Ach so. Jetzt wolltest du das Fass mitnehmen. Nee, das Fass brauche ich jetzt, glaube ich, nicht mehr mitnehmen. Okay, ich glaube, wir haben hier... alles so weit, was wir... Wieso wird mir die Schöpfkelle nicht angezeigt? Vermutlich, weil die Sachen nichts wert sind. Kann das sein? Oder weil wir nicht richtig dran kommen. Wichtig ist, wir drücken jetzt ein Knöpfchen und... Ja, wobei, alle haben noch einigermaßen Leben. Schnellspeichern erfolgreich. Wir ignorieren jetzt einfach mal sämtliche Quests. Ich habe eine Geheimtür gefunden. Come on, let's go. Wo sind wir denn? Knopf, Knopf, okay. Vermute mal, dass ich mit dem Knopf das einmal wieder zumachen kann, oder? Als wären wir nie da gewesen. Cool. Okay, das können wir nicht aufmachen. Was ich aber machen könnte, es geht das noch, dass ich... Eine arkane Erholung wäre vielleicht gar nicht blöd. Bitteschön. So, einmal pro lange Rast, aber... Kann ich das mehrfach machen? Okay, cool. Ah, wahrscheinlich sind es zwei Punkte, die ich habe und dann entsprechend... Habe ich vorhin gar nicht drauf geachtet, dass der inzwischen zwei davon hat. Perfekt, dann haben wir hier zumindest mal wieder ein paar Zauber, falls jetzt irgendwas passiert. Ist vielleicht gesünder. Und wo ist mein... Ihr Karlach, bitteschön. So, wir sind wieder in Dunkelheit unterwegs, also gibt es ein Lichtlein für die gute Karlach. Kann nachher versuchen, der B... Was? Fragezeichen?
Ich gucke einfach mal beim nächsten Kampf, wo das sein könnte. Den Bot einzustellen. Ach so. Ja. Könnten wir tatsächlich vielleicht nachher mal probieren. Vielleicht sollte ich mit Karlach vorgehen. If you insist. Ja, ja. Das wäre vielleicht... Stone. Let's look. Oh, da. Da ist der lose Stein. Prime spot for an ambush. Für einen Hinterhalt. Wo kann ich dich denn hintun? So, weg mit dir. Ein Geheimversteck. Was haben wir denn hier? Färbemittel grün. Okay. Fellrüstung 12. Ja gut, okay, die kann man verschachern. Naja, Geld, Heiltrank und ein bisschen Farbe. Das ist okay. Haben wir das Säckchen? Oh ne, das Säckchen. Doch, da ist es doch. Säckchen? Ich möchte dich bitte... Okay. Schattenherz steht im Weg. Egal. Aber wir können hier weiter dappeln. Ich glaube, wir gehen gnadenlos in die falsche Richtung. Okay. Egal. Die dürften noch warten. Ich glaube, ich hoffe mal, die überleben das Ganze. Okay, da sollten wir vielleicht nicht unbedingt War? Ockergallerte. Wir haben Schlamm gefunden, der gegen uns kämpfen möchte. Yay! Eine Aktion. Kälteschaden. Wir untersuchen die vielleicht erstmal. Was habt ihr denn so? Resistenz gegen Blitz. Okay. Und Hiebresistenz. Okay. Blindsicht, Dunkelsicht und Gelegenheitsangriffe. Und sonst hat das Ding nicht viel. Schlick. 180 Kilo. Rüstungsklasse 8. Okay, das dürfte aber funktionieren hier. Wir sind alle gleichzeitig, ne? Passt. Dann hauen wir erstmal mit Spiel hier drauf. Kann ich? Das ist vermutlich nicht weit genug, wenn ich mich jetzt hier oben hinstelle. Ja, dann greift er auch an. Das funktioniert also nicht. So, im Vorteil. Okay. So, dann könntest du... Kannst du dich in die Schatten stellen mit einer Bonusaktion? So. Dann gehst du hier rauf, damit ich was treffen kann. Du bist jetzt verborgen, ne? Sehr schön. Weil dann müsste ich doch jetzt hinterhältigen Fernangriff machen können. Excellent. Und den da hinten treffen. Sehr schön. Mein Plan ist aufgegangen. So, du könntest... Was machst du denn? Certainly. Wir haben eine Blitzresistenz. Stufe 2 Zauberplatz, Stufe 1 Zauberplatz. Du bist nur eine Aktion. Okay. Nachdem du nicht mehr wirklich viele Zauberangriffe hast, hätte ich jetzt einfach mal nur mit Zaubertricks rumgegurkt. Ja. Sehr schön. Damit der für den Fall, dass wir hier oben gleich noch mehr von den Viecher kriegen, auch noch irgendwas in der Hinterhand haben. Und du kommst jetzt auch mal hier rauf. Und weißt du was? Also 2 bis 9 Schaden nur. Das ist ja 1 bis 8. Du bist ja 3 bis 10. Ich glaube, wir sollten ihr vielleicht mal eine gescheite Waffe in die Hand geben. Dann müsste ich mich vielleicht gleich mal drum kümmern. Vielleicht kann sie eins von den Waffen besser benutzen. Aber aktuell ist sie nur Hilfe. Was passiert eigentlich dabei? Das probiere ich jetzt einmal mal aus. Flamme erzeugen. Wir haben das blaue Leuchten in der Hand.
Sieht irgendwie cool aus. Ich habe nur keine Ahnung, was es tut. Aber ich denke, das kriegen wir noch raus. Was ist das hier? Flamme erzeugen, schleudern. Ah. Okay. 1 bis 8. Ein Zusatzangriff. Wenn ich das richtig sehe, verbraucht das nichts, wenn ich die Flamme irgendwann zwischendurch einfach zusätzlich draufschmeiße. Wundervoller Insider mit dem blauen Leuchten. So. Verbrauchen wir jetzt einfach mal nichts mehr. Oh, da ist ja noch einer. Okay, aber er kommt rüber. Sehr schön. Genau, komm mal mit. Oh ja, sehr schön. Du kommst her. Wauzel möchte ich jetzt eigentlich nicht in Gefahr bringen. Das heißt, du versteckst dich hier hin. Oh, okay, gut. Das klappt nicht. Die können sehen. So ein Mist. Okay. Du könntest jetzt nach da hinten verschwinden. Ach, verdammt. Das bedenke ich immer zwischendurch nicht. Aber jetzt hat sich das Viech zu mir gedreht, ne? Okay, hinterhältiger Angriff funktioniert jetzt nicht mehr. Ich probiere es jetzt einfach aus und ich werde es vermutlich, darf kein Schlick sein. Okay, gut. Dachte ich mir jetzt zwar, aber hätte ja sein können, ne? So. Das heißt, du steckst das da rein. Na, wundervoll. Kannst du dich nicht mehr drehen? Nein? Okay, gut. Keine Drehung mehr möglich. Auch in Ordnung. Boah. Lecker Schmecker. Du. Ach komm. Machen wir es hier mit dem Zaubertrick. Ach, zwei. Wow. Ich könnte natürlich auch einfach mal die Rollen durchgucken, was die so können. Und du könntest vielleicht einfach mal hier rausmarschieren. Ach, ich ralle. Don't get lost much longer. Irgendwann lerne ich es. Irgendwann lerne ich, dieses dumme Ding hier zu benutzen. Weil das wäre ja doch irgendwie gescheit gewesen. Jetzt ist... Ich glaube, wir dürfen gleich nochmal rasten. Sonst bringe ich, glaube ich, Schattenherz noch um. So, und du kleisterst die jetzt vielleicht einfach mal ein Schild. Ja. This is my happy place. Okay, Karlach ist glücklich. Das freut mich für sie, glaube ich. So, du machst 7 bis 20. Das sind auch 7 bis 20. Wie viele Leben hast du noch? 9. Okay. Dann darfst du jetzt draufhauen. Und können wir noch irgendwas Nettes machen? Ich glaube nicht. Ach, ich habe noch eine Bonus-Spurt-Aktion. Wobei, ich kann aber so um ihn drum herum laufen. Ohne einen Zusatzangriff aufzulösen, glaube ich. Wo wir da oben an den nämlich noch drankommen müssen. So. Das liegt, können wir das im Kampf ihr einfach in die Hand drücken? Ready. Ja, sehr schön. Das heißt, sie kann gleich den Trank saufen. So, beenden. Na, komm her. Okay. Die kriegen ja eine richtige Schleimspur. Irgendwie ist das schon ein bisschen widerlich. Wir probieren es nochmal. Kann ich nicht hier hinten dran? Nein, schade. Und da laufe ich einmal durch die Säure durch. Okay, das bringt jetzt nicht so viel. Dann schießen wir einfach da hinten auf das Viech drauf. Lahmgelegt, sehr schön. Fancy their chances. Du haust einfach mal den Zaubertricks drauf. Oh, es ist schon ziemlich widerlich. Okay, du kannst uns nichts machen. Du säufst jetzt diesen Trank hier. Und dann heilst du dich einmal selbst. Oh.
Jetzt bist du zumindest nicht mehr dem Tode nah. Und ich muss mal gucken, was davon eigentlich göttliche Macht verbraucht. Weil das habe ich noch nicht rausgekriegt, ob die irgendeine Aktion hat, die das benutzt. Bonusaktion Zauberplatz. Abbild beschwören ist das. Okay, gut. Weiß nicht, wie sinnvoll das aktuell ist. Du. Rücksichtsloser Angriff. Im Vorteil, weil lahm ist. Sehr schön. Schubsen könnte ich noch. Yay! Ja, nee. Zusatzaktion. Einmal Tränkchen saufen. Wauzel bleibt brav im Hintergrund. Und du könntest noch mal... Ah, nee, nicht Schlag. Ich möchte draufschießen. Oh, es hat funktioniert. Sehr nice. Hinlaufen möchte ich aber trotzdem nicht. May the dice roll in my favor. So langsam, aber sicher kriege ich zumindest zum Teil den Dreh raus, wenn ich nicht die Hälfte zwischendurch verwechseln oder vergessen würde. So, nochmal hier. Oh, kritischer Fehlschlag. Na, Gratulation. Ja, und du hast jetzt einfach nichts mehr. Cool. Ich kann dich noch einen Trank saufen lassen, aber ich glaube, das lohnt sich jetzt nicht mehr. Schild kann ich auch nicht machen. Unterbricht Konzentration bei Schild. Ah, den hast du sie eh auf dir selbst drauf. Das ist gut. Weißt du was? Dann tun wir auch das gleiche wie Gale. Na, ihr seid ja zwei richtig talentierte Feuerzauberer. Ja, immer noch im Vorteil. Und es ist geplatzt. Sehr schön. Wie sie aber auch dann jedes Mal einmal quer durch die Säure dappeln müssen, ne? So. Bevor wir uns heilen, darf Carla jetzt einmal hier überall durchlaufen. Wartet, nein. Ja, das habe ich mir jetzt fast gedacht, dass du auch hinterherläufst. Okay, wir haben einen Schleimball. Alchemistische Zutat. Und wir können es... It's been a long day. Better stop to rest soon. Ja, das machen wir gleich. Definitiv. So beherzt schlecht, wie ich kämpfe. Da liegen noch zwei Fackeln. So, das können wir auch noch mitnehmen. Wir gucken uns jetzt nur hier unten um, für den Fall, dass oben noch mehr Zeug ist. Wie viel ist? Sie freut sich über eine Fackel, okay. Haben wir hier, was ist das? Ah, okay, wir können aber eine Standfackel anmachen. Juhu! Da unten ist noch eine schwere Truhe. Ich hoffe einfach mal, dass da unten sonst jetzt nichts mehr ist. Nee, sieht so aus, als ob es nur die schwere Truhe ist. Sehr schön. Ein Silberkelch. Das ist okay. Da können wir nichts aufmachen. Und ich habe keinen blassen Schimmer, was hier... Oh, okay. Laufen wir einfach mal kurz hoch, nachdem sie scheinbar dafür sorgt, dass ich nicht durch die Treppe durch darf. Also durch die Treppe durchkomme, obwohl ich da eigentlich nicht hin sollte. Das müssen wir natürlich mitgrabbeln. Das verteile ich dann später dahin, wo es hingehört. Okay. Wie viel Säure ist da unten noch? Noch ein bisschen, verdammt. Ah nee, das ist der letzte Säureschleim-Ding, der, glaube ich, den wir auch mit kaputt gemacht haben, oder? Ja. Vase, Weihrauch. Nehmen wir einfach mal alles mit. Das lohnt sich hier hinten ja richtig. Ah, da ist noch so eine olle Kerze. Und dann können wir vermutlich da oben weiter. Ich weiß, es werden wieder alle Leute hier durchrennen. Wauzel, komm bitte auch mal her. Habt ihr es geschafft, ohne dich... Jetzt bin ich beeindruckt. Wauzel, schaffst du es auch? Yay. Okay. Wir haben alle gesichert beisammen. Würde eine kurze Rast reichen?
Einmal pro lange Rast. Salutations. Einmal pro lange Rast. Can't afford to stay idle. Ja, das, ich glaube, wir müssen eine lange Rast machen. Naja. So viel dazu. Dann machen wir das mal so. Haben wir aktuell irgendeinen Quest offen hier? Nö? Okay. Also die beiden hier... Ja. Theoretisch sollte eigentlich Karlach vorne stehen und alles abbekommen, aber das klappt nicht so ganz. Hühnchen, was ist los? Oh, deswegen kann ich nicht mit dir reden. Hier, jetzt. Ach so, er ist jetzt an mich gebunden, deswegen kann ich nicht mit ihm reden. Okay. Wir lernen einmal ganz kurz die Taschen aus. Zum einen kriegen diese Pfeile gehen an ihn hier. Genauso wie das hier an ihn geht. Oh, das könnte für ihn auch ganz praktisch sein. Du hast ein paar Tränke. Das da. Tauschen wir die beiden mal aus. Das sind alles Sachen, die eigentlich so im Ganzen... Huch. Nee, ich möchte das alles ausgewählt lassen, bitte. Vielen Dank. So. Das müssen jetzt alles Sachen sein, die wir jetzt unterwegs nicht brauchen. Typ und Gewicht. Das kann eigentlich auch beides hier rüber. Dann kann ich besser gucken, wer was gebrauchen kann. Ah, gut, 5 Kilo. Könnten das Kilo Gewichtseinheiten. Nennen wir es Gewichtseinheiten. Dann passiert da nichts. Hier haben wir aktuell nichts, was wir reinkippen könnten. So, Schlüssel und Reise. Ah, wobei, da können wir vielleicht noch ein paar Sachen rausnehmen. Tja, das kommt alles hier rüber. Kann ich das einfach... Oh. Das probiere ich jetzt einfach mal aus. An Lager senden. Nee, dann landet es da unten. Okay. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass das... Genau, das ist der richtige Sack. Dass es dann einfach da landet, wo es landen soll. Aber... Oh. Das tut es leider nicht. Naja, gut. Aber zumindest haben wir jetzt wieder ein bisschen Gewicht los. Briefe mit Wasserschäden, blutverschmiertes Logbuch und weggeworfenes Tagebuch geht alles an Gale, unseren kleinen Briefträger. So, den Humpen können wir auch hier ranschmeißen, den brauchen wir nicht. Genauso wie die beiden hier. So, Wauzel hat kein Inventar. Okay. Stufe 1. Was kann der Hund denn alles? Oh. Nicht so die Intelligenzbestie, aber das ist ja nicht schlimm. Er muss ja nicht so intelligent sein. Reicht, wenn er süß ist. Warum bist du jetzt dumm? So, überzeugen kann er auch nicht so wirklich. Aber er ist akrobatisch und athletisch. Sehr schön. Gelegenheitsangriffe, okay. So, die Sachen hier gehen alle... Das müsste der Rucksack hier sein, ne? Irgendwann lerne ich, welcher Rucksack was macht. Oder wo ich was reinstopfe. So, das kommt alles hier rein. Oh, kann ich auch einfach so machen. So, alles wieder aufgeräumt. Du könntest jetzt einmal... Dir wollten wir noch eine bessere Waffe potenziell mitgeben. Mal sehen. Ach, ist aber mit dem Umgang nicht gelernt. So viel dazu. Das ist ein Zweihänder, das ist unpraktisch. Und du kannst damit nicht umgehen. Ja, der Gute ist mit den Angriffen ein bisschen eingeschränkt. Er kann verborgene Sachen finden. Achso, der Hund. Muss ich das dann aktiv machen oder macht er das von alleine? Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass er die Sachen von alleine erschnüffelt dann am Ende. Zumindest hoffe ich das. Okay, wir haben immer noch keine gescheite Waffe für sie. Was kann sie denn überhaupt an Waffen tragen?
Einfache Waffen, Knüppel, Dolch, große Knüppel, Beile, Wurfspeer, leichte Hämmer. Okay, und bei Kriegswaffen? Okay, gut, sowas haben wir bis jetzt noch nicht gefunden. Die ganzen anderen Sachen machen genauso viel Schaden. Oder eher? Okay. Gut, du kriegst aktuell noch keine bessere Waffe. Du hast aber hier Zeug gekriegt, lieber Astarion. Sortieren wir die Sachen vielleicht einmal kurz, damit es schöner ausschaut. Und zwar hast du hier ein schönes Amulett mit einem Zusatz. Ach nee, das ist ein Ring. Hä? Jetzt so. Hier. Ich dachte, das ist eine Kette. Ist aber ein Ring. Auch okay. Damit hat er jetzt, wenn ich es richtig verstehe, einen Unsichtbarkeitszauber dazu. Er kriegt einen Buff, beziehungsweise kurz die Schrift Kratzers Fährte und rennt schnüffelnd in die Richtung. Okay. Also ähnlich wie das Wahrnehmungszeug ja auch, nur dass er sich dann davon bewegt. Das ist okay. Das kriege ich, glaube ich, sogar einigermaßen mit. Hoffe ich. Sonst haben wir hier für dich, du kannst... Rüstung kannst du nur leichte Rüstung anziehen, ne? Das ist Kleidung, mittlere Rüstung. Ja, das bringt es auch nicht wirklich. Wir geben dir eh schon gut Zeug. Nee, das, die Fingerfertigkeit, die zusätzliche, die darfst du behalten. Okay, und er hat eh an sich auch gute Waffen. Ja. Achso, er vergleicht es gerade mit was komplett anderem. Ich war jetzt gerade schon verwirrt. Er vergleicht es mit ihrer Waffe. So. Gut, nachdem wir die jetzt wieder so angeranzt haben. Es tut mir immer voll leid, wenn die so im Kampf so auf die Nüsse kriegen. Aber hey, bis jetzt ist noch keiner gestorben. Ich habe sie alle am Leben erhalten. Das klappt tatsächlich. Mehr oder weniger. Das Wichtigste ist, dass Karlach mit dem Hund überlebt. Das ist so das absolut Wichtigste. So. Dann einmal bitte Quest dazugekriegt hat immer noch keiner, ne? Nö, 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 nö. Okay, passt. Quest hat keiner bekommen, dann gehen wir gleich zu Bett und... Ja, nee, das will ich eigentlich nicht benutzen. Ich möchte irgendwelche random Sachen hier... Nein, ich möchte hier solche Sachen benutzen. Ich will mal hier den ganzen Kram leer kriegen. Ach komm, da gibt es noch einen Fisch dazu, ein bisschen Brot. Und noch irgendwas mit 3. Das sind 2 Lagervorräte. 8. 5. Die Salami finde ich immer noch super. Was haben wir denn hier für Zeug? Ich glaube, wir könnten uns einmal komplett volllaufen lassen mit dem Zeug. Weißt du was? Du kriegst jetzt noch... Kann ich das einzeln ziehen? Ah, Stapelteilen. Okay, ein bitte abtrennen. Und dann nehmen wir dich raus und können hier unten. So. Bitteschön. Einmal lange Rast mit einem etwas zusammengewürfelten Mahl. Hauptsache es schmeckt. Schön, sie leuchtet weiterhin auch im Schlaf. Na gut, so kann man sich auch wärmen. So, ganz wichtig. So. Kann ich das gleichzeitig mit dem Tier sprechen machen? Ah ne, das muss ich auf den... Okay. Okay, das muss ich dann auf den Gegenüber dann vermutlich draufpacken, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ein Hauch Leben, damit sie... 5 Fragen? Ach so. Okay, das ist cool. Vielleicht sollte ich mal die Sachen gescheit lesen. Das heißt, wenn wir einen Toten finden, können wir mit dem reden für so 5 Fragen und dann fällt er einfach wieder um. Kann vielleicht auch von Vorteil werden. Vor allem, wenn ich dran denke, es zu benutzen. Das könnte helfen.
So, was haben wir hier noch? Das haben wir jetzt gemacht. Hast du dein Flämmchen noch? Nee, du hast dein Flämmchen nicht mehr. Dann aktivieren wir das mal. Ja. Einmal Flämmchen in die Hand, nur zur Sicherheit. Making me sweat. Dann kommst du noch. Und kleisterst ihr wieder das Licht auf die Birne. Sehr schön. Okay, dann haben wir jetzt alles wieder vorbereitet und können jetzt wieder zurück. Noch ein bisschen glubschen. Gucken, was da oben noch ist. Kann es sein, dass wir uns immer weiter von dem entfernen, wo wir eigentlich hinwollen? Ja. Aber das sieht da oben aus, als ob da Schluss ist. Mal gucken. Vielleicht ist da oben ja noch was Interessantes. Mal schauen. Ah, wir können da rüberspringen. Okay. Hier hat aber zwischendurch noch gesagt, wir könnten... Oh, da ist noch ein Bücherregal. Wir könnten... Oder man hätte versucht, hier hoch zu klettern. Jetzt ist die Frage, wo kommen wir hier hoch? Na, die beiden nehmen wir doch mit. Gut, dass ich es nochmal reingeschaut habe. Die Vase und das Ding hatten wir leer geräumt. Okay. Können wir hier irgendwie hochklettern? Oder es zumindest versuchen? Haben wir eine Klettermöglichkeit? Wir können schubsen. Wir können springen. Weg ist unterbrochen. Weg ist zu hoch. Verdammt. Kann irgendeiner von euch klettern? The air is ripe with magic. Gut, Astarion vielleicht? Nö. Zumindest sehe ich jetzt gerade keine Möglichkeit hier hoch. Okay. Soldier. Schade. Ja. Dann dappeln wir hier wieder hier hin. Und erkunden ein bisschen weiter. Uiuiui. Also die Kameraführung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Immer noch. So. Ich hoffe mal, alle können weit genug springen. Hoffe ich jetzt einfach mal und keiner fällt runter. Schafft ihr das? Okay. Knapp, aber geht. Sehr schön. Okay. Ist nicht sonst irgendwas? Ne, hier stecken überall Fackeln. Aber ich bin ja schon eine laufende Fackel, das brauche ich nicht noch zusätzlich. Okay. Was steht denn da auf der Tafel? Let feast the eyes of the faithful. Know your goddess. Know her command. Okay. Oh, da ist Zeug. Ernsthaft? Das ist ja eine glorreiche Tür. Komplizierte Tür. Ja, gut. Man kann auch einmal den Seiteneingang nehmen. Das behebt das Problem. Und spart Dinge. Kann man damit eigentlich irgendwas Sinnvolles machen? Werfen kann man... Ja, theoretisch kann man es werfen, aber da passiert vermutlich nichts. Jetzt fange ich schon wieder an, die Scheiße mitzunehmen. Was ist das da? Eine Flasche. Okay, gut. Cool. Nehmen wir trotzdem mit. Was ist das? Oh, ein Jutesack. Hier war mal ein Lager. Wenn ich das richtig... Okay, wir können das auch hinsetzen. Oh, Schüche. Luftige Sandalen. Oh, ja. Ah, da ist nichts drin. Okay. Da ist noch ein Rucksack. Oh, da steht jemand. Handgezeichnete Karte. Lesen. Karte der Grimmschmiede, handgemalt, doch sehr detailliert. Interessante Orte sind mit einem schwarzen X markiert, nur zwei sind rot eingekreist. Einer in ihrem Stockwerk der Festung. Im oberen Kreis steht Versteck. Der untere Kreis ist als Rauchpulvervorrat gekennzeichnet. Okay, cool. Es ist nichts rot, also können wir es mitnehmen. Logik. So, was haben wir hier? Lauter Klamotten. Können wir die Sachen eigentlich hier schon nehmen und einfach ins Lager senden? Ach,
cool, das geht auch. Sehr schön. Weiß doch noch nicht, was ich damit mache, außer verkaufen, aber das ist ja wurscht. Das ist eine Kiste. Da können wir noch reingucken. Sehr lecker. Ups, nee, das wollen wir nicht aufheben. Das kann auch gleich ins Lager. Das müssen wir nicht gleich alles in die Tasche tun. Können wir auch einfach direkt ins Lager schicken. Das habe ich einfacher. Und müllt die Tasche nicht so voll. Hm, sonst noch irgendwas? Da ist ein leerer Rucksack. Weiß schon, da vorne steht jemand. Die gucken mich wahrscheinlich auch jetzt gerade an. Was zum Henker tun die da? Okay. Weil ich nicht... Wobei, das müsste einer von denen sein, die wir mögen. Das sind die Netten. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Hi. Hold it! I swear to Ironhand. One more step and I blow us to chunks. An ashen scent fills the air. The barrel is filled with smoke powder. But the scent is acrid, as if contaminated somehow. Or much, much more concentrated. As an expert on the subject, my dear lady, I'd like to point out that blowing oneself up is never the solution. Shut your mouth, Hoon, or I'll shut you down. Ach, genau, der Richtige. Halt, irgendetwas ist anders an diesem Pulver. Beruhigt euch, reden wir darüber. Das wagt ihr nicht. Euch fehlt der Mumm. Bei den Höllen. Seid ihr wahnsinnig geworden? Ja. Damn right, Fecker. Now shut your face before I melt it clean off. I know what you are. One of Nia's cult goons. Sailed right in. Better to die in this shit heap than rotting Moonrise. You want me? Come get me. Überzeugen, aufrichtig. Überzeugen. Hand ausstrecken, einschüchtern. Oh, ich jag uns, glaube ich, jetzt... Ich jag uns gleich in die Luft. Oh mein Gott, ich jag uns gleich in die Luft. Ich habe uns nicht in die Luft gejagt. Es war keine Eins. Sehr schön. Okay, cool. Das hätte jetzt echt... Don't pretend you, you give a shit about me. Oh-oh. Shit. I can't do it. Go on. Drag me to Moonrise. Wollt ihr doch gar nicht. I'll make you cult nutters suffer. Ich will euch nicht, aber das Rauchpulver nehme ich. Ich bringe euch nirgendwo hin. Ihr könnt gehen. Das Rauchpulver. You want to barter with rune powder? Look, you have no idea what you're dealing with. Any true Ironhand would trade their life for a grain of this stuff. I'll spare you a vial. Sehr großzügig, das nehme ich an. Ne, wir nehmen eine Fiole, das reicht. Bitteschön. Und da drüben ist eine Tür. Nehmen wir mal den Seitenausgang, weil das ist, glaube ich, einfacher. Wohin werdet ihr gehen? I go where the shit to stir. And there's no shortage of options. I'm getting gone. You ought to do the same. Meinst du, warum wir hier hinten sind? Okay. Runenpulverfiole. Das Runenpulver darin explodiert, wenn es entzündet wird und fügt allen in der Nähe Schaden zu. Holy, das ist mal eine Granate. Du hast die Wurfsachen. Okay. Oh, da ist noch ein Vorratspack. Ich würde sagen, das passt schon so. Sie durfte gehen und wir haben dafür eine Fiole. Sehr nice. Das kriegt alles. Geil. Haben wir hier noch? Da ist noch eine Vase. Noch eine Vase. Mit Schrott drin. Und ich habe es wieder in die eigene Tasche gepackt, statt es direkt ins Lager zu schicken. So viel dazu. Hey, die Bücherregale hier lohnen sich richtig. Gucken, was ist hier mit der Vase? Okay. Nice, nice, nice. Wer auch immer die Lady war, aber Hauptsache sie kommt... Oh, das ist ein Tagebuch, ne? Kann ich das nicht direkt anwählen? Doch.
Hier. Tag 1. So eine Bestie habe ich noch nie gesehen. Muskelbepackt und mit Stoßzähnen so lange wie meine Arme. Geruch nach versenktem Fleisch, doch ich sah keine Flammen. Der Stein hätte auch Pergament sein können, so rasch hat die Kreatur ihn durchbohrt. Die anderen Justiziare sind tot oder nahe daran. Sie war nicht alleine. Höhlenritter waren auch dabei. Masken an ihren Gesichtern. Gesichter genietet wie Wappen an die Burgmauer. Also ich glaube, ich weiß, welches Viech das gewesen sein könnte. Vielleicht so ein Hai-Ding? Wäre jetzt mal so meine Vermutung, weil der hat sich auch ziemlich schnell gegraben. In der Falle. Noch ein Anfall und die Mauern stürzen ein. Begann zu graben. Weiß nicht. Fertig. Möge Schars Schatten mich bewahren. Okay, ja gut. Ich glaube, das hat nicht so gut funktioniert. Nehmen wir trotzdem mit. Einmal grabbeln. Tafelfragmente. Ja, alles mitnehmen. Alles in die große Tasche rein. So. Da ist noch eine große Vase. Da ist nichts drin. Schade. Oh. Schade, schade, Marmelade. Haben wir sonst irgendetwas? Die Musik ist irgendwie ein bisschen unheimlich. Dafür gibt es ja das VOD, freundlicherweise. Und ich hoffe, dass das mit dem Sound jetzt auch einigermaßen funktioniert, dass hierbei der Spielesound diesmal wieder dabei ist. So. Den Knochen können wir eigentlich... Oh, da habe ich fast was vergessen. Zup, nicht genügend Platz. Da kannst du hin. Ob wir mit ihm auch mit einem Stückchen Knochen spielen können? Ist hier noch irgendwas? Schaut irgendwie nicht danach aus. Leerer Rucksack. Da haben wir auch überall reingeklupscht. Könnte das hier eine Sackgasse sein? Liebe Karte, das wirst du mir hoffentlich gleich verraten. Schaut aber sehr danach aus, dass ich hier nichts mehr machen kann. Hey, ich habe uns aber nicht in die Luft gesprengt. Dieses Mal nicht. Wenigstens etwas. Komplizierte Tür. Wahrscheinlich können wir nur dran ruckeln. Ja, verschlossen. Dann dappeln wir mal wieder zurück. Kann es sein, dass wir hier oben anders hinkommen und dann von hier runterspringen können zum Flüchten? Sind wir schon wieder falsch rumgelaufen? Ich habe das dumpfe Gefühl, ich bin schon wieder falsch rumgelaufen. Naja, geht auch. So. Einmal hier rüberspringen. Kann der Hund auch springen? Ja, ne? Ja, Hundi kann auch springen. Sehr schön. Hat Springen benutzt. Und keiner ist abgeschmiert. Sehr schön. Kann man hier oben auch durch? Geht das? Es ist so ein bisschen Spielerei, hier zu gucken, wo man überall hin kann. Ich probiere es jetzt einfach mal aus, ob ich da hochspringen kann. Nicht genügend Platz. Okay. Geht es denn, wenn ich näher dran gehe? Ach, ja. Ihr Pappenheimer geht natürlich da... okay, da darf ich nicht hinspringen. Schade. Hier unten war sonst nichts mehr. Die Truhe haben wir auch durchsucht. Dann laufen wir mal wieder zurück. Jupp. So. Aber was sollten wir nochmal machen? Wir müssen eh in die andere Richtung, ne? Genau. Okay, hier das sieht irgendwie gerade ein bisschen glitchy aus. Aber das ist nur der Weg hier nach oben. Ach so, weil wir eine Ebene weiter runtergegangen sind. Nehme ich mal an. So, hier können wir... Können wir hier vielleicht auch noch lang? Bisschen Geheimwege aus Baldovern. Wo war das Knöpfchen? Da ist der Knopf. Ui. Yay, Kamera.
Lava. Oh, es ist mir gar nicht aufgefallen, dass hier Lava glüht. Tropft die von oben runter? Naja gut, ich hoffe, die haben nicht mitgekriegt, was wir hier veranstaltet haben. Die Sachen. Können wir die beiden... Mal hier, geh mal rüber. Kann ich dich werfen? Ich möchte dich werfen hier. Muss ich mich näher dran stellen zum Werfen? Oder muss ich dich aufheben? Ich kann dich dann jetzt werfen. Ich experimentiere rum, weil ich neugierig bin. Ach, verdammt. Ich kann dich nicht werfen. Du bist vermutlich zu fett. Tja, blöd gelaufen. Sonst haben wir hier alles ausgeleert. Sehr schön. Ja. Hat keiner mitgekriegt da hinten, ne? Nö. Interessiert auch keinen. Schön. Hier ist eine Sackgasse. Hier hinten ab. Ah, hier geht's weiter. Okay. Dann gehen wir erstmal hier hoch. Gucken mal, was die hier oben so treiben. Hey, Stinkshit! It's Skickpick, you pisspot. That's what I said. Stinkshit. My mug's gone dry, Stinkshit. You heard her, Stinkshit. Fill her up. Ah. Ja, hallo Another zusammen. Stick shit. Oh. Pisspot. You flirt. Now jump to it. Or it's up to the lift, straight to the shadows. I think we've found two Duergar who are gonna get spit in their drinks. True soul, yeah. Tell the sergeant we won't move a pebble. Euer Gefangener ist höchst unterhaltsam. Wo kriegt man so einen her? Solltet ihr nicht helfen, die wahren Seelen zu befreien? Ihr widert mich an. Wie könnt ihr mit euch selbst leben? Comfortably. Nicht einverstanden, Astarion. Was hast du denn? I'll kick up my feet, order a brew, watch him work. No complain, but I love it. I'm telling you. Also wie ich mit Astarion umgehen soll, bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ihr seid dann ganz schön auf. Ich mag eure Art nicht. Oder greifen wir einfach direkt an. Ich mag eure Art. I don't like pig shit, but damned if your mouth ain't spewing it. You want respect? Let your absolute pay for it. Till then, bugger off. Kann ich nicht jetzt einfach angreifen? Hey, stick shit, where's my drink? Coming right up, pisspot. Stick shit talks like smug and he wrecked that shroom village. And then shagged it. Here's to smug, nasty prick. Können wir mit dir auch... Piss off! Na na, was soll denn diese Feindseligkeit? Das müsst ihr nochmal wiederholen. Kein Grund, so ruppig zu sein, ich bin auf eurer Seite. My side? I heard the piss pot. You're a true soul. Same as near. So like I said, piss off! Nein, ihr versteht nicht. Tula schickt mich, um euch zu retten. Mein Name ist Kalar, ich bin gar keine wahre Seele. Sieht aus, als wärt ihr in Schwierigkeiten. Ich kann euch bestimmt helfen. Oder sagt das nochmal und ich schütze euch auf. Tula was mad as a rat in badger, but she weren't a friend of any true soul. What about piss off, do you? Hold on. You aren't just talking shit, are you? Then shh. Keep it low. Don't let them hear you. Now, why in the hottest hells would a true soul be helping me? Ich bin keine wahre Seele. Ich sehe aus. Sie sehen aus, als könnten sie kämpfen. Niemand soll dienen müssen. Ihr verdient es, frei zu sein. Free? From your mouth, I hope. Go on then, split them open. I'm not gonna stop you. But you better finish the job, because I'll be the one to suffer if you don't. Ain't you hearing me, prickhole? Piss off to every last hell. No
No one drugs with clan. Shove off! I'm not sharing. Rettungswurf gescheitert, Geschichte. Verdammt! Weil kommt's noch, dass ich solche Fusel trinke? You drugging in a worm! So, sind ja nur zwei. Wir hauen euch. Hinterhältiger Fernkampf. Wo stehst denn du? Nee, du stehst genau in Sichtlinie. Blöd. Du könntest aber... 70%, 65. Dann kriegst du die ab. 16 Schaden. Sehr schön. Noch hast du keinen Schaden. Das heißt, das lassen wir mal. So, du Hund, gehst mal hier unten gucken, dass keiner kommt. Ah, okay. Hier sieht einfach jeder alles. Verdammt. Naja. So, du könntest... Was macht dann richtig schön viel Schaden und tut weh? Füge allen Kreaturen und Gegenständen in der Nähe Schaden zu. Das... Ja, wobei, wenn wir es gut genug zielen, dürften wir Karlach nicht miterwischen. Ne? So müssen wir Karlach verschonen. Ja, sehr schön. Tjo. Was habt ihr denn gegen Gale? Stinking Snitch. No one drops the clan. Was habt ihr denn jetzt alle gegen Karlach? Karlach, sorry, schon gegen Gale. Na gut, dann kriegt Gale erstmal ein Schild. Und, du kriegst voll eins auf die Nüsse. So. Brusttrauma, sehr schön. Fuck yes. So. Genau. Fuck yes, du darfst jetzt voll durchziehen. So. Bonusaktion ist jetzt gerade nicht mehr. Wir haben aber noch rücksichtslosen Angriff oder zerfleischen. Lässt bluten oder Vorteil auch bei Gegnern sind Angriffe gegen dich im Vorteil. Ich glaube, wir versuchen den da hinten erstmal zum Bluten zu kriegen, weil du hast jetzt nicht mehr so viel Leben. Ja, ja. Ich habe nur keine zusätzliche Aktion gerade frei. Nein, verdammt, jetzt hat sie normal angegriffen. Naja, beim nächsten Zug dann. Da ist die Unsichtbarkeit. Ist eine Aktion. Okay. Sehr nice. Ich vermute mal, ihr habt genügend Intelligenz, oder? Intelligenz? Ja, ihr seid schlau genug für die Scheiße. Oh, ich hätte da einen lustigen Witz zu erzählen. Verdammt. Naja, hätte ja funktionieren können. Dann... Was kann ich... Überziehe deine aktive Waffe. Das ist aber die Haupthand, vermute ich mal, nicht die Nebenhand. Und ich glaube, die sind besser, als wenn ich jetzt gerade richtig habe. So. Bautzelchen passt da hinten immerhin noch weiter auf und ist für Rettungsaktionen zuständig. Weil ich glaube, Gale könnte sie eventuell gebrauchen gleich. Obwohl, 6... Du kriegst einen ab. Und dich hier hinten müssten wir auch treffen können, ne? Torment. Bis auf Gale hat keiner aufs Maul bekommen. Oh, Gale, es tut mir so voll sorry. You did it! What now? Sucht euch ein Versteck und wartet, bis die Dinge sich beruhigt haben. Nehmt den kurzen Weg zur Oberfläche. Sucht euch ein Versteck. Cross the lake. Genau. Should be safe. Da ist, glaube ich, noch ein poison, now that you've off the pricks. Bet you'll find it handy, though. You're a good one. I won't forget it. Wie lange mache ich noch? Nicht mehr lange. Weil ich ja gleich dann noch Abendessen kochen werde, dementsprechend. Ich wollte aber diese Pappnasen hier gerade noch fertig machen. Die werden wir jetzt auch noch ausräumen. Wir Humpen. Ja, ist alles nichts Sinnvolles. Das darf gleich ans Lager. So.
wir lernen dich hier oben einfach mal. Ja. Der da unten hat es nicht gerallt. Auch schön. Was hast du in der Tasche? Oh, ein Bericht. Den lesen wir. Die Sachen hier kommen ins Lager. Und dich lesen wir noch ganz kurz. Erste Nacht. Ein paar Schlucke dran blas und bei Ladugua, ich habe Pisse geschwitzt. Es war pechschwarz, bis der Gedankenschinder kam, so echt, dass ich seine Tentakel auf dem Boden schleifen hören konnte. Ausziehen, befahl er, und meine Hände gehorchten, als wären es eigene Wesen. Nehmen, kam der nächste Befehl. Mir wurde ein Dolch hinterhaltig, schwarz mit altem Blut. Ich sah meinen Fingern dabei zu, wie sie sich um den Griff schlossen, der letzte Befehl, schneiden. Ich schüttelte den Kopf und schrie, nein, 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 und saß dann senkrecht im Bett. Verschissen und verschwitzt. Nur ein Traum, sagte Pist. Aber so hatte es sich nicht angefühlt. Eher wie eine Erinnerung. Zweite Nacht. Ich habe einen ganzen Humpen geschafft, bevor ich auf den Boden aufschlug. Ich stand nackt und zitternd, den Druckknickdolch in der Hand und konnte meine Füße nicht rühren. Es war, als wären sie in Eisen gegossen. Die Tentakel des Gedankenschinders streichelten von hinten mein Gesicht. Schneiden. Ich schrie und zitterte, als meine eigene Hand die Klinge zu meiner Brust führte und sie zerschnitt, bis das blutige Bild eines Gedankenschinders entstanden war. Erwachte ich mit einem Rück. Britwa stand über mir, Erinnerung an unsere Versklavung durch die Illithiden, als wir noch Zwerge waren, sagte er. Dann verdrosch er mich, weil ich mich betrunken hatte. Trinken führt zu nichts Gutem, sagte er, aber es fühlt sich verdammt gut an. Das ist mal sicher. Okay. Das ist sein Bericht gewesen, oder? Ja. Ja, wir haben alle Gedankenschinder drin. Die einen gehen so damit um, die anderen anders, ne? Was ist eigentlich hier hinten? Was bist du? Oh, ein Aufzug. Okay. Ups. Hear my voice. Obey my command. The voice is irresistible. Every word is drenched with a power and authority you do not understand, but cannot deny. Your vision clouds, leaving you in a dark, featureless shadowscape. Nothingness in every direction. Then there are three figures before you. An armored male elf, exuding power and command. A handsome younger man with a quick, easy smile. And a pale young woman with even paler eyes. These are my chosen. They speak for me. Aid their search for the prison, and you will be worthy to stand beside them in my... Energy pulsing from the artifact, lifting the pain from you, pushing the voice away. My power grows. My forces gather. The reckoning draws near. Vielleicht ist das Ding doch ganz schön hilfreich. Keine Bombe, würde ich sagen. Don't give me that look. I don't know what just happened any more than you do. We should keep going. I don't know what that toy of hers is, but I'm glad it's on our side. Definitiv. Die Vision, diese Stimme, was war das?
Der Klimbim scheint wichtig zu sein. Passt darauf auf. Zuerst seid ihr mir eine Erklärung schon. Was ist das für ein Ding? Ich frage sie mal nach der Stimme. The absolute speaking to us. But we managed to shield ourselves. We should keep moving. Moment, dieses Artefakt schien die Stimme aufgehalten zu haben. Stimmt, wenn das tatsächlich so ist. Not exactly. All I know is it's important I get it back to Baldur's Gate. At any cost. Warum Baldur's Gate? Verschweigt ihr mir? Was verschweigt ihr mir? Da muss noch mehr dran sein. Seid offen und ehrlich mit mir. I am a servant of Shah. My home is a secret cloister in Baldur's Gate. I need to bring that artifact back there. No matter what. I can't tell you anymore. This mission required utmost secrecy. We all submitted to having our memories suppressed so that we couldn't betray Shah's confidence. If I reach my contact in the city, I'll have my memories restored. Until then, I have to guard the artifact with my life. There. You have the truth, for all it's worth. Let's continue. You worship Shah? Blimey. She and my beloved Mistra are not exactly friends. Nee, nicht so. Ihr habt mich angelogen. Wie lange wolltet ihr das geheim halten? Ich wollte keine gemeinsame Sache mit Schar-Jüngern machen. Euer Glauben ist ganz allein eure Sache. Tja, danke, dass ihr mir das erzählt habt. No need to thank me. This is out of pure necessity. Pure desperation, in fact. Jetzt wollte ich nett sein, du dumme Nudel. Also, sie ist schon ein bisschen dämlich, die Gute. There's nothing more I can tell you. All I remember is that I have to get back to my contact in the city. A powerful artifact indeed, to have caught the attention of so many. Not least the Absolute itself. The three figures in the vision, the Chosen, are searching for it. With the cultists' aid, it will not be long before they find it. Before they find you. You have evaded them so far, thanks, it seems, to the artifact itself. But how long can such protection last? Shadowheart has made her position clear. She will see that it is taken to its destination, at any cost. And you still do not know what it even is. Okay, aber passt gut auf das Ding auf, wir brauchen es wohl. Besser, wenn ich es trage. Ich glaube, dafür vertraut sie uns noch nicht gut genug, dass sie uns das Artefakt einfach in die Hand drücken würde, also... Trust me. I'll guard it with my life. Ja, hoffentlich bringe ich dich nicht um. Ich glaube, dass früher oder später schaffe ich es, sie noch umzumassen. Gut, dass es wieder Belebungsrollen gibt. So, Tagebuch aktualisiert. Hier ist aber sonst nichts weiter drin. Okay. Wohin könnte das denn führen? Oh. Okay. Quest. Something the matter. Wait. It hurts. Was zur Hölle war das? War das so schmerzhaft, wie es aussah? Worse. But it passes quickly. Usually. The wound on my hand. It never quite heals. And sometimes it causes terrible pain to rip through me. It's my burden, though, from Lady Shah. I can feel her influence somehow. Okay. Warum tut Shah euch so etwas an? Was löst den Schmerz aus? Wie bringt ihr es fertig, mit so etwas zu leben? Kann ich irgendwie helfen? Das wird mich jetzt schon interessieren, was es auslöst. Sometimes I wonder if it's supposed to be guiding me, punishing me. Testing me. But perhaps it's none of those. Perhaps it's completely random. I'd like to hope there's more to it than that. Some meaning that Lady Shah will reveal to me when the time is right. Until then, all I can do is endure. Ob wir sie von Shah abwenden können, wenn wir es gut genug anstellen? Ich versuch's einfach mal gucken, ob's klappt. Vermutlich nicht. Warum tut Shah euch so etwas an? I cannot say.
Not with what I can recall. But even then, it would not be for me to question her will. Lady Shah has her reasons. Ja gut, sie ist deine Leiterin, ne? Bis man das mal hinterfragt, das dauert immer eine Weile. Weil man kann es richtig schön untergraben und irgendwann hinterfragt sie es vielleicht. Versuch es wert. Wie bringt ihr es fertig, mit so etwas zu leben? It's less difficult than you might imagine, when you can't remember life without it. Pain is sacred to followers of Lady Shah. Pain will give way to loss and then to the peace of her eternal darkness. You can tolerate a great deal of suffering, so long as it has meaning. Ja. Ach verdammt, jetzt. Oh, ich dachte, ich kann noch fragen, ob ich ihr helfen kann. Ja, vermutlich hätte sie nein gesagt. Ich will über eure Verehrung für Shah reden. Ich will euch besser kennenlernen, Schattenherz. Na komm. You already know my biggest secret. What more can you ask? Das wird sie vermutlich nicht beantworten können. Ich glaube, nachdem wir jetzt doch relativ... Ich wollte heute nicht ewig machen. Ich denke, das machen diese ganzen Gespräche machen wir dann irgendwann mal in Ruhe im Lager. Und ich denke, hier ist jetzt gerade auch ein guter Punkt, Pause zu machen, damit wir am Donnerstag weitermachen können. Stellen wir es mal schön hier vorne hin. Was ich aber vielleicht noch ausprobiere, ist mal eine Kurzrast. Some rests better than none. Ja, definitiv, denn dann hat Gail wenigstens ein paar Punkte wieder.